In diesem Video möchte ich dir dabei helfen, das richtige Facebook-Ads-Kampagnenziel auszuwählen und ich zeige dir natürlich das Kampagnenziel, womit man aus meiner Sicht den meisten Umsatz machen kann. Und bevor wir jetzt direkt reinstarten, in welches Facebook-Ziel eben für dich richtig ist, wollte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich dieses und noch viele weitere Themen in einem Online-Kurs zusammengefasst habe. Falls du dir also die Zeit sparen möchtest, statt jede Woche auf ein Video zu warten, schau auf jeden Fall mal in den Link in der Beschreibung rein, da findest du einen Link zu meinem Online-Kurs. Ansonsten geht's jetzt direkt los. So, da sind wir auch schon im Ads Manager und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, warum es denn so wichtig ist, das richtige Kampagnenziel auszuwählen. Also entweder seht ihr gerade diese Art, wenn ihr hier oben auf Create Campaign geht, oder ihr seht diese Art von Fenster. Das ist letztendlich die, in Anführungszeichen, alte Art, je nachdem wann ihr dieses Video gerade guckt. Habt ihr entweder diese Ansicht oder diese Ansicht. Aktuell ist, glaube ich, diese Ansicht am bekanntesten mit. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, warum es denn so wichtig ist, eben das richtige Ziel auszuwählen. Denn Facebook funktioniert eben mit dem Algorithmus und der Algorithmus geht davon aus, dass ein User, der etwaige Entscheidungen gerade trifft, dass der Algorithmus den User kennt. Das heißt also, der Algorithmus kann ungefähr einschätzen, ob ein User in Zukunft ein Sale machen wird oder eine gewisse Conversion auslösen wird, eben aufgrund seines Verhaltens in den letzten Monaten, Jahren etc. Und natürlich kennt der Algorithmus teilweise auch eben die genauen Interessen, also ob jemand gerade vielleicht auch auf der Suche nach, in Anführungszeichen, Schuhen oder sowas ist, dann ist natürlich so eine Sales-Kampagne auf jeden Fall für den User sinnvoll. Das gleiche eben mit Leads oder Engagement, das heißt also, engaged jemand relativ oft auf Instagram, Facebook, dann ist eben er dafür prädestiniert, in der Engagement-Kampagne bzw. Anzeigen aus der Engagement-Kampagne ausgeliefert zu bekommen. Wenn du jetzt ein Shop-Besitzer bist, du hast einen Online-Shop, so ähnlich wie bei Custom Cat, dann ist es super wichtig, auch hier das richtige Kampagnenziel auszuwählen. Und hier empfehle ich dir auf jeden Fall, auf Sales zu gehen. Denn Sales-Kampagnenziele sind in dem Fall einfach das Beste für dich, weil du am Ende des Tages ja entweder einen Kauf abschließen möchtest oder wenn die Lernphase besser durchlaufen soll. Dazu mache ich übrigens auch nochmal ein Video, falls dich das interessieren sollte. Ich lasse auf jeden Fall mal gleich ein Abo da. Genau. Hier gibt es nämlich eben eine Lernphase und dann kannst du zum Beispiel auch auf Add-to-Cart optimieren, wenn du zum Beispiel nicht ganz so viel Budget hast, um eben 50 Käufe in einer Woche zu haben. Und das ist so das, was man sich bei Sales-Kampagnen eben überlegen muss. Das heißt also, hier geht es eben um Conversions und Katalog-Sales. Heißt also, Conversions können alle möglichen Conversions auf deiner Webseite sein, die man mit einem Pixel tracken kann. Und Katalog-Sales sind eben aus deinem Katalog, also aus deinem gesamten Produktportfolio, dynamisch generierte Ads, die dann eben an deine Kunden, Neukunden oder Retargeting-Kunden eben ausgespielt werden. Gehen wir nochmal ganzes Stück weiter. Macht es überhaupt Sinn, Katalog-Ads zu schalten? Warum schalte ich keine Traffic-Ads? Ja, das höre ich meistens relativ oft, weil die meisten Leute denken, ja, ich brauche ja Traffic auf der Webseite. Brauchst du eigentlich nur dann, wenn du wirklich, sage ich mal, erstmal ein bisschen Awareness für deine Webseite schaffen möchtest, also so ein bisschen Grundrauschen mit reinbringen möchtest, dann würde ich höchstens auf Landingpage-Views optimieren. Das heißt, wenn du hier Landingpage-Views machst, ist das eine wirklich bestätigte, ein bestätigter Besuch auf deiner Webseite, der getrackt wird durch den Facebook-Pixel. Auf Link-Klicks ist es, glaube ich, aktuell eher unüblich, auf Link-Klicks zu optimieren. Denn bei Link-Klicks hast du den Nachteil, dass du letztendlich nur den Klick auf Facebook tracken kannst und bei Landingpage-Views trackst du auch eben das Ankommen auf der Webseite. Das heißt also, in erster Linie, wenn du einen Online-Shop hast, geh auf Sales, geh auf Conversions, geh auf Add-to-Cart mit Optimierung darauf und das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen, weil das ist bei den anderen Kampagnen nicht so, aber bei der Sales-Kampagne so. Genau, jetzt ist es nämlich wichtig, hier den Facebook-Pixel auszuwählen. Das ist das einzige Kampagnenziel, wo ihr hier einen Pixel auswählen könnt. Es gibt noch die App-Kampagnenziele, dann wählt ihr eben hier eben WhatsApp bzw. eure App-Events aus. Bei Webseiten bzw. Online-Shops ist es dann so, wir suchen jetzt uns hier zum Beispiel den von Custom Cat raus und suchen uns dann das richtige Conversion-Event, auf das der Pixel dann optimieren soll, auf das eure Anzeigen dann letztendlich optimiert werden sollen. Und hier würde ich immer empfehlen, grundlegend auf Purchase zu gehen, wenn ihr genug Budget habt. Also rechnet euch einmal ganz kurz aus. Einmal sagen, okay, 50 Events in 7 Tagen, was kostet mich durchschnittlich einen Verkauf? Heißt also zum Beispiel, habe ich einen Verkaufswert von, also ein AOV von 50 Euro, dann könnt ihr vielleicht davon ausgehen, dass ein Kauf euch, wenn ihr kostendeckend seid, auch 50 Euro kostet. Dann rechnet das hoch einmal auf die Woche, das heißt 50 mal 50, das ist einmal, ich kann es nicht ganz auswendig, 2500 Euro. Wenn ihr dieses Budget in der Woche habt, dann würde ich auf Purchases optimieren, weil dann habt ihr einmal die Lernphase auch durch in einer Woche. Ist es irgendwie drunter oder auf jeden Fall drüber, dann auf jeden Fall auf Purchase. Ist es drunter, könnt ihr ausprobieren, das Ganze auch auf Add to Cart machen.
Ich habe hier gerade keine aktiven Events im AdtoCard, auch beziehungsweise doch hier sind sie. Genau, hier könnt ihr dann auf AdtoCard optimieren. Das ist für den Anfang relativ gut, glaube ich, und damit kann man auch schon mal ganz gute Verkäufe erzielen, weil damit kriegt ihr auch schon relativ hochwertige Events. Später könnt ihr vielleicht auch auf Initiate Checkout optimieren, aber das sollte es soweit eigentlich gewesen sein, was man hierzu zu sagen hat. Da sind wir wieder im Kampagnenauswahl-Menü und hier gehen wir jetzt einfach mal auf Engagement. Was können wir eigentlich mit Engagement erreichen? Im Engagement haben wir die Möglichkeit, Beiträge zu bewerben, weil das ist wahrscheinlich die bekannteste Art und Weise, wie man da mit Facebook Ads umgehen kann, wenn es um Engagement geht, Kampagnen bewerben, Posts bewerben, Videos bewerben, Posts bewerben, Instagram und Facebook Posts bewerben und so weiter. Und hier gibt es eine kleine Besonderheit, denn wir können bei Engagement-Kampagnen hinten können wir eine Ad erstellen, aber wir können natürlich auch einen Existing Post erstellen. Das heißt also, wir können einen Post, den wir schon erstellt haben, heißt also hier, wir sind im Ad-Menü, hier ist Ad-Set, hier unten ist der Post. Hier können wir dann einen Post auswählen, den wir gerne bewerben möchten. Und jetzt sage ich euch noch einen Trick. Ich verlinke euch mal ganz kurz ein Video dazu, denn hier dieses Video, was ich dazu meine, ist nämlich, es gibt einen kleinen Trick, wie ihr noch mehr Engagement auf Conversion-Ads bekommt. Das heißt also, durch dieses Thema Engagement-Campaign könnt ihr es schaffen, mehr Engagement auf eure Anzeige zu bekommen, die ja dann vielleicht aktuell ausgeliefert wird für eine Umsatzkampagne. Genau, im Grunde genommen ist aber hier auch nur eine Einstellung zu machen. Das heißt also, auch bei Engagement-Ads haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen auszuwählen und die sind im Gegensatz zum Conversion-Kampagne ein kleines bisschen anders, denn hier haben wir auch die Möglichkeit, Website oder beziehungsweise Facebook-Page auszuwählen, on your ad. Das heißt also eben auf unserer einzelnen Ad selbst können wir sagen, okay, auf welches Engagement wollen wir denn optimieren? Das heißt also auch hier können wir dem Algorithmus ungefähr nochmal einfach mitgeben, welche der Events wir gerne brauchen. Und gerade auch hier ist es so, wenn ihr Veranstaltungen bewerben wollt, dann könnt ihr das entweder hierüber machen über einen Engagement-Post, über eine Engagement-Kampagne oder wenn ihr zum Beispiel Veranstaltungen bewerben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch eben indem ihr eine Landingpage habt und dann das Ganze dann eben über Landingpage-Views machen. Das ist zum Beispiel bei Festivals relativ bekannt, wobei ich da auch schon wieder sagen würde, das ist eine Conversion-Kampagne. Aber wenn ihr hier wirklich ein Event angelegt habt bei Facebook, dann könnt ihr hier hinten auch in der Engagement-Kampagne könnt ihr dann eben das Facebook-Event auswählen, das ihr euch eben bei Facebook angelegt habt. Ist halt ein Facebook-Event. Gehen wir als allererstes mal ganz kurz auf Leads ein, später gehen wir mal ganz kurz auf Awareness ein und schauen uns das nochmal ganz kurz an. Bei Leads ist das Ganze schon etwas besonderer, denn wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, das nicht Verkäufe direkt tätigt, über einen Online-Shop zum Beispiel, sind Leads extrem wichtig. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Leads, Calls bzw. Messenger-Kampagnen hier einen Stellenwert haben, wo man etwas vorsichtig sein muss. Denn wenn du eine Kampagne auf Facebook schaltest, musst du immer im Hinterkopf behalten, dass die Leute, die auf Facebook sind, in ihrer Freizeit dort sind. Das heißt also, vielleicht wollten sie gerade heute nicht den großen B2B-Abschluss machen. Und deswegen muss man natürlich mit solchen Kampagnen immer etwas vorsichtig sein. Und man muss dazu sagen, ein Lead in dieser Form ist halt einen gewissen Sign-up. Also letztendlich kriegst du dann die E-Mail-Adresse. Die Frage ist aber auch, wie hochwertig ist die E-Mail-Adresse? Was wir schon mal damals gemacht haben, ist, wir haben eine Sale-Kampagne geschalten auf Conversions, weil wir wollten ja letztendlich die Leute targetieren, die kaufbereit sind und die würden wir ganz gerne eben mit der E-Mail-Adresse bekommen. Und deswegen ist zum Beispiel eine Sale-Kampagne in dem Fall vielleicht deutlich effektiver, weil die Hochwertigkeit der Leads bei einer Lead-Kampagne bzw. bei einem Lead-Ziel meistens nicht besonders hoch ist, beziehungsweise wir haben das mal getestet, eben wenn du eine Sale-Kampagne schaltest und dann eben auf eine Landingpage leitest, wo man deine E-Mail-Adresse eingeben kann, dann ist es so, dass die Leads meistens etwas hochwertiger sind. Denn Instant Forms sind bei Leads wiederum eine einzelne Möglichkeit, die Leads dann einzusammeln. Das gleiche können wir noch mit Calls machen oder mit Messenger. Und zu Lead-Kampagnen mache ich nochmal ein eigenes Video. Also auch wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall unbedingt ein Abo da. Oder klar, okay, checkt meinen Online-Kurs ab, aber das eben nur am Rande. Und das war es im Prinzip schon zu dem Thema Lead-Kampagnen, weil ich möchte jetzt hier gar nicht so tief in das Detail reingehen, wie das Ganze aufgesetzt wird. Was man natürlich beachten muss, ist, dass bei Lead-Kampagnen eben die Leute targetiert werden, die natürlich gerne Leads geben, muss aber nicht bedeuten, dass diese Leute auch gerne kaufen. Das mal ganz kurz im Hinterkopf behalten. Im Vordergrund steht aber vor allem aber auch hier die, wie sieht überhaupt so eine Lead-Kampagne aus?
Möchte ich dir mal ganz kurz zeigen, denn hier unten wählt ihr dann eben ein Form aus und dieses Form an sich ist eben dafür da, dass man, wenn man sich dann eben über eure Ad anmeldet, dann direkt in Facebook bleibt und nicht auf so einer anderen Seite kommt und dann dort eben den Lead schon abgeben kann und sich damit eben zum Beispiel zum Newsletter etc. anmelden kann. Hier gibt es nämlich noch spannende Optionen, spannende Automatisierungen, wo ihr das dann eben mit eurem Account, mit euren CRMs verbinden könnt. Das aber eben nur am Rande. Und dazu, wie gesagt, mache ich nochmal ein eigenes Video, weil das wäre sonst viel zu ausführlich für nur dieses eine einzelne Video. Zu den Awareness-Kampagnen gibt es Folgendes zu sagen. Welche Auswahl von Awareness-Kampagnen haben wir und wofür sind die eigentlich da? Gehen wir mal durch die ganzen Fälle durch. Wir sind jetzt mittlerweile durch, hey, ich habe einen Online-Shop. Hey, ich habe eine App. Hey, ich bin ein B2B-Unternehmen. Hey, eigentlich will ich nur meinen Instagram-Post bewerben. Hey, und eigentlich will ich nur Traffic auf meine Website leiten. So, damit habe ich gerade so ein bisschen diese fünf Kampagnenziele durchgearbeitet. Aber was bleibt jetzt eigentlich noch übrig? Sagen wir jetzt einfach wirklich mal pauschal gesagt, ihr seid ein Zahnbürstenunternehmen, das aber rein wirklich im Supermarkt verkauft und ihr habt gar keine Möglichkeit, einen Online-Shop zu haben. Ihr habt zwar vielleicht eine Webseite, wo ein paar Informationen drauf sind, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern ihr seid ein Zahnbürstenhersteller oder ein Zahncremehersteller und wollt euch letztendlich trotz allem in die Köpfe der Leute bringen. Und dafür ist nämlich eine Awareness-Kampagne da. Das heißt also, in die Köpfe der Leute bringen, dafür ist eine Awareness-Kampagne da. Was hat der Vorteil von einer Awareness-Kampagne ist nämlich der, dass ihr extrem günstige CPMs habt. Das heißt, ihr könnt relativ günstig viele Leute gleichzeitig erreichen mit eurer Kampagne. Und das heißt eben dann zum Beispiel über ein Video, wenn ihr natürlich Video-Views haben wollt, habt ihr zum Beispiel nur eine Plakat-Kampagne, weil ich glaube, das würde letztendlich das Pendant in der echten Welt dann dazu sein. Dann könnte man zum Beispiel auf Brand Awareness und Reach gehen. Was ist denn der Unterschied zwischen Brand Awareness und Reach? Bei Reach versucht der Facebook-Algorithmus, wenn wir da noch von einem Algorithmus sprechen können, alle möglichen Personen in einer Zielgruppe zu erreichen und das Ganze eben frequenzgesteuert. Das heißt also, hier unten bei den anderen Zielen können wir die Frequenz nicht steuern. Das heißt also, Facebook-Algorithmus versucht sozusagen, die Frequenz nicht zu beachten. Und schmeißt die Kampagnen eben an die Zielgruppe raus, egal wie hoch die Frequenz ist. Bei Awareness-Kampagnen können wir die Frequenz etwas steuern. Heißt also, wir können bei einer Reach-Kampagne eben einstellen, okay, wie oft soll ein User deine Anzeige innerhalb von einem Zeitraum gesehen haben? Zum Beispiel können wir sagen, hey, ein User soll jeden Tag mindestens einmal meine Anzeige sehen, beziehungsweise maximal, kommt natürlich auf das Budget drauf an, was ihr damit mit euch bringt, wie oft soll er das pro 7 Tage sehen? Sagen wir, ihr habt eben so eine coole Kampagne, wo zum Beispiel McDonald's würde so eine Kampagne wahrscheinlich schalten, auf Awareness beziehungsweise auf Reach zu gehen. Und dann sagt er, hey, ich möchte in 7 Tagen, weil wir ein ganz cooles Angebot bei McDonald's haben, ich möchte in 7 Tagen bitte maximum 7 Mal oder maximum 14 Mal, dass ein User meine Anzeige sieht. Heißt also, ihr habt eine Frequenz von 2 in 7 Tagen. Könnt euch das also hochrechnen oder eine Frequenz 3 von 7 Tagen und so weiter. Das könnt ihr dann mit einer Reach-Kampagne steuern. Was noch übrig bleibt, ist eine Brand-Awareness-Kampagne. Und eine Brand-Awareness-Kampagne ist dann wiederum so ein bisschen Algorithmus gesteuert. Denn mit einer Brand-Awareness-Kampagne haben wir die tolle Möglichkeit, sozusagen ein Brand-Lift herzustellen. Das heißt also, hier seht ihr, dass wir fast gar keine Einstellungen mehr machen können, im Gegensatz zu dem davor. Und bei der Brand Awareness Kampagne versucht Facebook Leuten eure Anzeige auszuspielen, die die Markenwahrnehmung verbessern. Das heißt also vielleicht Leuten, die vielleicht schon mal irgendeine andere Conversion Ad von euch gesehen haben, die in irgendeiner Art und Weise von Konkurrenten schon mal mitbekommen haben und damit versucht Facebook letztendlich ein Brandlift herzustellen, das heißt also die Markenwahrnehmung zu verbessern und das Coole ist oder das Lustige daran ist, dass ihr mit einer Brand Awareness Kampagne letztendlich den Messwert mit drin habt, den wahrscheinlich die meisten Leute noch gar nicht so richtig kennen, nämlich, ich habe mal ganz kurz nachgeschaut, das Ziel Markenbekanntheit wird bei Facebook eben so mit der Kennzahl gesetzt, Kennzahl, geschätzte Steigerung bei der Werbeerinnerung Personen. Und das ist relativ spannend, weil das sozusagen im Hintergrund eben die, wie ich schon gesagt habe, Brandlift-Studie mit unterstützt.
Und diese Brand Lift Study, die kann man bei Facebook ab einem gewissen Budget, wird euch das euer Partnermanager dann eben vorschlagen, eine Brand Lift Study zu machen. Ist aber im Grunde genommen, glaube ich, nochmal ein eigenes Video letztendlich wert, dass solche Sachen überhaupt existieren. Das ist letztendlich dann die abgeschwächte Variante, geschätzte Steigerung bei der Werbeerinnerung in Anzahl von Personen. Und wenn du jetzt noch nicht genug bekommen konntest von Facebook, Ads und Zielen und TikTok und allen Sachen, die super wichtig sind eben im digitalen Marketing, dann check auf jeden Fall mal die Links in der Beschreibung ab. Da findet ihr Links zu Online-Kursen und andere spannenden Dingen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Lass auf jeden Fall ein Abo da und ein Like, damit dieses Video weiter nach oben gepusht wird. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir hier eine coole Community draus machen. Und falls du irgendwelche Fragen hast, fragst du mich auf Instagram oder auf Facebook. Auf Facebook wahrscheinlich eher weniger, aber ansonsten auf Instagram. Schick mir eine Mail oder was auch immer. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, haut da rein und tschüss.